Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu dieser Lektion. In dieser Lektion werden wir uns ein Thema anschauen, das schon sehr, sehr fortgeschritten ist, immer noch Teil des Kapitels Positionierung, aber schon sehr, sehr fortgeschrittenes Thema. Und da geht es letztendlich um das Thema Produktisierung deiner Dienstleistung, insbesondere Entwicklerdienstleistungen, sprich, wo man normalerweise Zeit für Geld verkauft, ja, und da auch wirklich nicht rauskommt aus diesem Zeit für Geld verkaufen. Sprich, es sitzen faktisch Menschen da, die programmieren, ja, mehr oder weniger wie im Fließband bei größeren Projekten, ja, und das Ganze zu produktisieren, so dass man letztendlich aus der Zeit für Geldschiene rauskommt, ja. Und gleich vorweg noch eine kleine Pointe dazu. Es gibt natürlich mittlerweile da draußen sehr viele auch Coachings und Consultings und so weiter, die zum Teil sehr tief auch, aber auch zum Teil sehr auf einer Metaebene unterrichten oder sagen wir mal auch Entwickler versuchen auszubilden, dahingehend, dass sie letztendlich von der Zeit für Geld Schiene wegkommen, ja. Nur ist das Ganze häufig in der Praxis, also in der Umsetzung, ja, Probleme in der Umsetzung, das werden wir jetzt nämlich in dieser Lektion mal ganz konkret anschauen. Wie gesagt, wir gehen jetzt hier mal ein bisschen Deep Dive rein und mal anschauen, ist es häufiger nicht ganz so einfach, ne? Also quasi da jetzt eine Schablone zu haben, die ich quasi hier 1000 Entwicklern geben könnte, die jeweils ganz andere Dinge machen, auf einem ganz anderen Level sind, auf einer ganz anderen, sagen wir mal, Größenordnung sich auch bewegen. Ja, manche Entwickler bevorzugen Projekte, die dauern nur ein paar Wochen oder Monaten, ja, oder. Also es gibt da eine Variation von Dingen und manchmal funktioniert es besser, manchmal weniger gut. Und ich möchte einfach in dieser Lektion nochmal ganz konkret herausstellen, welche Probleme es bei dieser Produktisierung deiner Dienstleistung als Entwickler geben wird, ja, und warum nicht alles nur Vorteile hat beim Produktisieren der Dienstleistung. Ja? Also ganz kurze Pointe, ganz kurze Anekdote, meine ich, von Entwicklungsdienstleistern aus der Vergangenheit, wo ich letztendlich jahrelang auch mitgearbeitet habe, wo ich Neukunden, Neugeschäft generiert habe und so weiter mit meiner Firma. Und dort ist es teilweise so gewesen, dass letztendlich der Kunde, der Endkunde, wollte immer einen Festpreis. Und der Dienstleister, also derjenige, derjenige, der die Softwareentwicklung angeboten hat, ja, umsetzen hätte müssen, der wollte unbedingt Tagessätze abrechnen. Warum? Weil nämlich insgesamt die Projekte halt etwas komplexer sind, etwas größer, ja, insbesondere so im Enterprise-Segment, ja, da geht es dann meistens um teilweise sogar siebenstellige Summen mit teilweise ja, Dutzende von Entwicklern, ja, die da von unterschiedlichen Quellen manchmal auch zusammenarbeiten müssen und. Also es ist also sehr, sehr komplexe, größere Projekte sind. Ja. Und grundsätzlich mal vorab, in solchen Projekten mitzuwirken oder solche sozusagen zu gewinnen als Kunden, hat ganz, ganz viele Vorteile. Und hat aber den einen Nachteil, wenn du hier Paketpreise anbietest, also Festpreise, das ist der eigentliche Begriff für Paketpreise, sind Festpreise, ja, dann läufst du immer als Dienstleister die Gefahr, dass du am Ende drauf zahlst. Ja? Auch wenn du quasi vorweg ein bisschen oben drauf legst. Die Realität ist leider immer so, dass mehr, sagen wir mal, passieren kann, als man vorher in irgendeiner Art und Weise vorhersehen kann. Und da spreche ich wirklich aus der Entwicklerseele heraus. Und jeder von euch, jeder, der jetzt hier dieses Video sieht und wahrhaftig ein Entwickler ist und das schon seit mehreren Jahren, weiß genau und präzise, von was ich hier spreche, okay? Das heißt, es ist nicht so, dass man irgendein Projekt plant, das etwas größer, etwas komplexer ist und dann verschätzt man sich vielleicht um ein, zwei Tage. Ja, es ist eher so, dass man sich da doch häufiger mal immer wieder korrigieren muss. Ich würde sogar so weit gehen, dass man sagt, man macht teilweise sogar gar keine festen macht nur noch ganz kurze Sprints und so weiter. Also man legt sich gar nicht mehr langfristig irgendwie auf irgendwas fest. Ja? Das ist eigentlich so der eigentliche Trend. Und das letztendlich nimmt schon mal vorweg, dass du mit Festpreisen, ja, da müsstest du es wirklich quasi clustern, also wirklich abtrennen können, ja, in Pakete packen und so weiter.
Und das wiederum bringt ja wieder andere Probleme mit sich, ja, und nämlich auf Endkundenseite, der dann sagt, okay, ja, welches Cluster soll ich jetzt hier abtrennen, ja, und hier diesem einen Dienstleister konkret geben, ja, und wie feedbackt mir denn, also wie ist dann die Feedbackschleife, ja, zu diesem einem gesonderten speziellen Cluster, ja, nicht, dass der da irgendwas in the dark macht, ja, und in irgendeine Blackbox aufbaut und dann passt es nicht mehr zurück in das Gesamtkonstrukt und, ja. Warum hier erzähle ich das Ganze? Du magst ja vielleicht sagen, ja, wenn das alles so kompliziert ist, ja, vielleicht bist du noch ein bisschen in Anfängen, dich selbstständig zu machen als Entwickler oder noch nicht so erfahren oder machst du nicht so lange oder was auch immer oder hast bis jetzt immer mit irgendwelchen Vermittlern zusammengearbeitet, hast dir das nie Gedanken machen müssen, weil dieses Ganze quasi alles managen. Dann ist okay, wenn das jetzt so kompliziert ist, ja, dann mache ich nur noch kleine Projekte und so weiter. Ja, klar, kannst du auch machen, kannst dich auch darauf konzentrieren oder vielleicht sogar fokussieren. Nur dann entgehen dir natürlich alle und sämtliche Vorteile dieser größeren Projekte. Und ich kann dir eins versprechen, wenn du vorhast zu skalieren als Softwareentwicklerbude, ja, das heißt, wenn du irgendwann mal wachsen möchtest, das heißt, dass du ein paar erste Mitarbeiter hast, ja, oder vielleicht sogar ein paar Dutzend Mitarbeiter, dann wirst du früher oder später nicht drum herum kommen, auch mit diesen komplexeren Projekten irgendeiner Art und Weise mitwirken zu können, sei es ein Subcontractor oder es gibt zig verschiedene Strategien, wie du da reinkommst. Ja. Denn nur so kannst du auf, sag mal, eine gewisse Planbarkeit, ja, eine gewisse Kosten-Nutzen-Kalkulation, da irgendwie eine BWA oder irgendwas irgendwie hinlegen, ja, da wo du sagst, okay, das ist jetzt irgendwie eine etwas längerfristige Geschichte, ist größer, komplexer, aber halt da sind jetzt dann irgendwie 10, 20 Leute von mir für die nächsten 2 bis 3 Jahre. Ja? Und das gibt es feste Rahmenverträge und so weiter mit gewissen Kontingenten und so viel PT, also Personentage oder MA, Manntage, MT oder PT. Ja? Und so läuft es da draußen in der verdammten Realität. Und wenn ich dann immer sehe, okay, ja, ihr müsst unbedingt produktisieren, ja, und so weiter und so weiter. Ja gut, so auf klein, ja vielleicht. Ne? Also wenn du, sagen wir jetzt halt irgendwie so ein kleines Projektchen baust, irgendwie eine Webseite oder was weiß ich, ja, etwas komplexere, größere Webseite, 20.000 und du kannst es ungefähr überschauen, weil du sowas Ähnliches ständig die gleiche Sache machst. Ja? Aber sorry, dann brauchst du halt wirklich, wenn du jetzt halt ein paar Mitangestellte hast, dann reicht dir so ein Projekt pro Monat ja nicht. Ja, dann brauchst du mindestens 2, 3 solcher Projekte pro Monat. Das Ganze ist also ein völlig anderes Game, ja. Deine Neukundengewinnung und alles, was du da vorschiebst, ja. Dein ganzer Vertriebs- und Marketingprozess muss darauf ausgelegt sein, weil also dann letztendlich nur ein so ein Kunde für eine Webseite pro Monat, ja, oder so. Ja, das heißt, du hast dann auch ganz andere Zielgruppen, deine ganzen Werbeanzeigen müssen anders sozusagen umgebaut werden und so weiter. Du brauchst eine ganz andere, sagen wir mal, eine ganz andere Masse, eine ganz andere Quantität. Und es ist ein komplett anderes Game, ja. Und wo ich behaupten würde, dass es letztendlich viel schwieriger ist, gewisse Umsatzgrenzen nach oben hin zu durchbrechen. Das ist meine persönliche Meinung. Du hast es vielleicht ein bisschen einfacher am Anfang, ja, dass du dich quasi von dieser Art Zeit für Geldkette löst und dann bis zum gewissen, ja, Umsatz irgendwie kommst und so weiter. Aber dadurch, dass du letztendlich eine unfassbar große Churn-Rate hast, also ich weiß nicht, ob der Begriff schon was sagt, google es gerne mal, Churn-Rate, ja, ist nämlich der Prozentsatz von Kunden, die du wieder verlierst. Ja. Also, kurz gesagt, die Customer Lifetime Value ist wesentlich geringer. Ja. Und das ist letztendlich hinten raus dein Schießpulver. Ja, für alles, was du machst im Marketing, Vertrieb und im Wachstum und generell. Ja. Okay, so, also so lange Rede, also kurze, lange Vorrede hier. Wir schauen uns jetzt ausführlich im Deep Dive in diesem Kapitel und mit dieser ersten Lektion hier, Deep Dive Lektion, dieses Thema produktisierte Dienstleistungen, Entwicklerleistungen an. Also, produktisierte Entwicklung, ja,
Also ich habe es jetzt schon mal in der Vorrede schon ein bisschen angesprochen. Probleme in der Praxis und der Umsetzung. Schauen wir uns hier mal ein bisschen an. Wir schauen uns jetzt mal diese drei Probleme an, ganz konkret. Häufig kreative Techies. Was meine ich damit? Also auch hier aus der Praxis. Ich habe wöchentlich neue Kundenanfragen und spreche mit ganz, ganz vielen Techies schon seit Jahrzehnten. Ja. Und ich weiß, dass insbesondere die Techies, es gibt ja letztendlich innerhalb der Entwicklerszene auch wieder Kategorisierungen. Das heißt, es gibt letztendlich diese Script-Kiddies, ja, die nicht so wirklich programmieren, sondern einfach ein bisschen Code kopieren und hin und her schieben. Ja, jetzt ist es so dieses Low-Code, na, wo letztendlich Webseiten und was weiß ich alles nicht mehr wirklich programmiert werden. Ja, oder auch im Enterprise-Segment, ja, Salesforce CRM, SAP CRM, ja, teilweise auch Adobe-Module, CMSs und so weiter, da wo du quasi out of the box, oder was gibt es denn noch, Shopware und so weiter, out of the box quasi, oder Shopify und sowas, ja, ganz, ganz böse. Ich meine, da musst du quasi nichts mehr irgendwie anpassen, das ist alles bum, 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 ja. Musst du kein Programmierer mehr sein, um da irgendwas zu machen. Oh mein Gott.